Was geht da drum zu diesem Video? Und heute habe ich mal ein, ja, Gift Custom Fans Glitch für euch. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr innerhalb einer Minute ein Auto, also ein gemoddetes Auto von eurem Kollegen ziehen könnt. Das war auf jeden Fall super easy, wenn man weiß, wie das funktioniert. Es ist tatsächlich ein bisschen Übungssache, aber irgendwann hat man den Dreh raus und dann läuft das richtig, richtig schnell. Allerdings habe ich das nicht geschafft. Ich habe das aus zeitlichen Gründen so auch nicht mehr hinbekommen, da ich jetzt halt bald keine Zeit mehr dafür haben werde. Ja, jedenfalls hat der Kuttix, ja, er hat mir das zur Verfügung gestellt, seinen Clip. Vielen, vielen Dank, dass ich deinen Clip verwenden darf, und dafür möchte ich, dass ihr, jeder von euch, seinen Kanal mal abcheckt. Alle in die Videobeschreibung gehen, auf den Link tippen und die Videos einmal abchecken. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Das hat mir wirklich sehr viel Arbeit abgenommen, da ich das zeitlich echt nicht mehr schaffen werde. Mehr, was ihr dafür braucht, ist ganz einfach einen Bunker, in dem Bunker eine MOC und in dieser MOC Fahrzeuglagerstellplatz. Und auf diesem Fahrzeuglagerstellplatz braucht ihr eine Sunchest oder eine Fagio, das ist komplett egal. Da braucht ihr einen Kollegen, der das genau dasselbe hat, nur dass die MOC leer sein muss bei ihm. Er muss ein Taucherflaschen-Outfit haben, was ich auch anhaben muss. Also wenn ihr das jetzt, wenn ihr euch ein Auto ziehen wollt, dann müsst ihr das auch haben. Heißt, ihr braucht beide so ein Taucherflaschen-Outfit. Das müsst ihr verglitschen. Wie das funktioniert, werde ich euch auch noch in diesem Video einmal erklären. Ist auf jeden Fall sehr, sehr simpel. Beträgt alles hier gar kein Timing, außer ein Part in diesem Glitch. Und ja, ich werde euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wenn euch das Ganze gefällt, dann zeigt es mir doch mit einem Like und mit einem Abo. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja, ich würde gar nicht so viel rumlabern. Wir starten jetzt direkt in das eigentliche Video rein. Let's go! Ihr zieht das Outfit mit der Taucherflasche jetzt ganz einfach an, begibt euch in ein tiefes Gewässer und dann können wir auch schon anfangen. Ihr öffnet das Interaktionsmenü, geht auf den Stil, auf Taucheroutfit und dann spammt ihr X durch, während ihr in das Wasser läuft. Dann sollte sich das ausgrauen, ihr habt das Outfit irgendwann ab, dann könnt ihr aufhören zu spammen und begibt euch aus dem Wasser hinaus. Und wenn wir das dann jetzt gemacht haben, gehen wir auf den MC oder CEO Stil und switchen beim MC Stil oder CEO Stil einmal links rechts und es sollten sich nach mehreren Malen Taucherflaschen duplizieren. Dann könnten wir jetzt mit dem eigentlichen Glitch anfangen. Solltet ihr dazu halt Fragen haben, wie gesagt, immer in die Kommentare schreiben. Da versuche ich euch alles so gut es geht zu beantworten. Dann fangen wir jetzt mit dem eigentlichen Glitch an. Let's go! Ihr holt eure MOC und stellt die gegenüber, so wie das hier im Video einmal ist. Macht es am besten auch hier an der Position. Hier klappt es am besten. Und ja, was wir machen, ist mit unserem Kollegen in unsere MOC einmal hineinzugehen. Wir machen das gerade. Und wie, wenn wir dann jetzt hier drin angekommen sind, gehen wir dann ganz einfach auf unsere Sunchest und fahren damit raus. Unser Kollege geht zu Fuß ganz einfach aus der MOC. Wenn wir dann draußen angekommen sind, fahren wir dann ein kleines Stück zu unserer MOC, stellen die dann irgendwo hin, aber wir brauchen den blauen Punkt. Ihr könnt sehen, wir haben den blauen Punkt nicht. Dann stellen wir die jetzt irgendwo hin, wo wir den blauen Punkt dann bekommen. Einfach ein bisschen weiter weg, so dass sie uns auch nicht stört. Und jetzt müssen wir das Interaktionsmenü aufmachen und jetzt müssen wir ganz, ganz viele Taucherflaschen dupen. Ihr müsst das so viel, aber es müssen sehr, 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 sehr viele sein. Es muss wirklich alles hier blockiert sein. Ihr könnt sehen, wie massig das ist, wie viel das hier ist. Aber es müssen wirklich sehr, sehr viele hier einmal stehen. Es müsste jede Lücke ausgefüllt werden, die ihr hier sehen könnt. Es darf wirklich nichts schief gehen. Ja, besser viel anstatt zu wenig, wie ihr das schon kennt. Und dann muss unser Kollege ganz einfach jetzt in die MOC einmal hier einsteigen. Er fährt dann auf diese Taucherflaschen drauf, so dass alle vier Achsen in der Luft schweben. Sagen wir mal so, die schweben dann in der Luft, auch wenn sie hier jetzt auf den Taucherflaschen stehen. So sollte das dann aussehen. Ja, das Auto, was wir uns ziehen, sollte auch schon dabei stehen. Was wir jetzt einfach machen, ist, das Interaktionsmenü zu schließen. Wir öffnen das dann jetzt gleich einfach wieder. Wir drücken jetzt Steuerkreuz nach rechts und sofort Interaktionsmenü auf. Das sollte dann so aussehen. Und wenn wir das geschafft haben, lassen wir es auf. Wir steigen in die Karre ein, was wir uns jetzt ziehen wollen. Und wenn wir das dann jetzt so machen, muss unser Kollege uns gleich einfach nur in die MOC ziehen. Das ist jetzt alles, was wir jetzt machen müssen. Das geht super, super schnell. Ich würde euch dann jetzt zeigen, wie es funktioniert. Wenn ihr keinen blauen Punkt habt, macht ihr das jetzt. Ihr steigt in die Karre ein, was ihr ziehen wollt. Euer Kollege stellt sich an die eigene MOC, geht auf mit Namen, Freunden und Crew, geht da einmal auf Beitreten und schon werdet ihr in die MOC von eurem Kollegen gezogen. Ja, das ist auch schon alles gewesen. Das können wir dann jetzt ein paar Mal wiederholen. Ihr lässt euch einfach von eurem Kollegen aus der MOC ganz einfach einladen. Und wenn ihr das dann gemacht habt, verlasst ihr diese MOC ganz einfach wieder. Es sollte auch ein anderes Auto da sein. Das ist soweit alles ganz okay. Und wenn wir das dann jetzt noch einmal machen wollen, können wir diesen Glitch jetzt einfach die ganze Zeit wiederholen.
Solltet ihr es dann jetzt wiederholen wollen, macht ihr das einfach so, dass ihr ein Auto aus der anderen Garage ganz einfach einmal holt, damit reinfahrt, dann wird das Auto in der MOC durch das Auto aus der Garage ersetzt und ihr habt somit kein Auto gelöscht. Das können wir jetzt wiederholen. Ihr versucht beide wieder einen blauen Punkt herzustellen und dann beginnt der ganze Spaß auch schon wieder von vorne. Ja, wir machen das Ganze jetzt einmal. Wir gehen mit unserem Kollegen ganz einfach in unsere eigene MOC hinein. Er wird automatisch mit reingezogen und hier ist wieder dasselbe Prinzip. Wir fahren ohne ihn raus. Er geht zu Fuß einfach nur noch raus. So, wir fahren dann jetzt zurück, sind dann jetzt draußen, stellen das Motorrad einfach ein bisschen weiter irgendwo hin. So, es sollte auch schon passen. Wir haben das jetzt hier hingestellt. Wir gehen dann jetzt ganz einfach hier hin. Und dupen wieder Taucherflaschen. Das ist das, was wir jetzt die ganze Zeit machen. Dupen, 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 so viele Taucherflaschen, wie es nur geht. Passt auf, mir ist es tatsächlich schon passiert, dass ich dadurch einen CE-Fehler bekommen habe. Dann heißt es wieder alle Achsen auf die Taucherflasche. So sollte das dann aussehen. Wenn das so der Fall sein sollte, ist es auch perfekt. Die Achsen müssen halt wirklich in der Luft schweben, also auf dem Teil hier drauf sein. Ja, ihr müsst das wirklich gut positionieren. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe dafür tatsächlich auch, weil ich das auch schon ausprobiert habe, auch ein bisschen dupen müssen und habe das dann auch ein paar Mal machen müssen. Ist gar nicht so einfach, ist es halt wirklich Übungssache. Irgendwann hat man den Dreh dafür raus. Ja, wir machen das jetzt einfach. Wir füllen halt, wie ihr sehen könnt, hier wirklich jede Fläche und dann sollten alle Achsen in der Luft schweben. Wenn ein paar Reifen in der Luft sind, ist das soweit auch nicht schlimm. An der Stelle kommt wieder der Timing-Part. Wir steigen mit offenem Interaktionsfenster auf unser Motorrad und schließen das dann jetzt ganz einfach. Was wir jetzt machen, ist hier hinzufahren, Steuer kurz nach rechts zu drücken und so für das Interaktionsmenü zu öffnen. Das sollte dann so aussehen. Wir sollten kurz einen Blackscreen bekommen und dann mit offenem Interaktionsmenü so wieder spawnen. Wir machen das ganz einfach, steigen in die Karre ein, was wir haben wollen. Unser Kollege geht dann an seine eigene MOC und zieht uns in seine MOC dann ganz einfach rein mit Eintreten, mit Namen, Freunden und Cool. Sonst werden wir halt nicht reingezogen. Wir lassen uns wieder rausziehen über die MOC von unserem Kollegen mit einer Einladung. Wenn wir dann draußen angekommen sind, ist auch alles perfekt. Das könnt ihr jetzt tatsächlich so oft wiederholen, wie ihr gerade Lust habt. Wir können sehen, wenn wir jetzt hier reingehen, das Auto ist da, was wir uns gerade gezogen haben. Das ist jetzt komplett fertig. Wir können das wirklich so oft machen, wie wir gerade Lust haben. Und wie gesagt, bei einer Wiederholung oder wenn ihr das Auto einfach ersetzen wollt, müsst ihr eine Sanchez dann ganz einfach drauf kaufen. Oder aber auch, also dann wird das Auto gelöscht, wenn ihr eine Sanchez drauf kauft. Oder ihr macht das so, dass ihr ein Auto aus einem Eclipse Tower oder aus irgendeiner anderen Garage holt, das damit in die MOC fährt und dann wird das Auto automatisch in eine andere Garage reingebracht, was gerade in der MOC war. Dann habt ihr es gespeichert und könnt diesen Glitch jetzt wiederholen. Es könnte ein bisschen nervig werden. Ich würde es auch tatsächlich so machen, dass ich irgendwann die Lobby wechseln würde, weil irgendwann geht der Catch tatsächlich voll und deswegen kam es bei mir mal zu einem CE-Fehler. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, das war nicht allzu kompliziert. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir doch mit einem Like und mit einem Abo. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Danke an den Kotix, der mir seinen Clip zur Verfügung gestellt hat. Ich habe das halt nach 2 Stunden tatsächlich nicht hinbekommen. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Like und mit einem Abo. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Aktiviert auch auf eure die Glocke, damit ihr kein weiteres Video auf diesem Kanal verpasst. Ja, wir sehen uns im nächsten Video oder aber nächsten Livestream wieder. Bleibt gesund und ciao. Fast and fast.